spinnen. Ich glaube, ich spinne. Ja, solange die da drin bleiben. Erstmal, was haben wir hier für ein Büchlein? Produktionsbonus. Die Kreatur arbeitet schneller. Kann ich das auf Schmetterlinge geben? Wahrscheinlich. So, du hier. Zaruk, der Produktive. Will ihr vielleicht ein größeres Versteck? Das ist mit der Gang im Weg. Ich müsste nämlich mindestens um 2. Dungeon wird gekämpft. Was? Verteidig das Dungeon-Herz. Ach, die Spinne. Die Spinne. Es ist Zahltag. Muss ich mich wohl doch mit den Viechern beschäftigen. Ja. Los. Bevor noch mehr Spinnen auftauchen. Die halten ja ganz schön was aus, diese Spinnen. Ah, da kommt noch etwas Verstärkung. Ganz schön gekämpft, ich weiß. Vernichtet diese Kreaturen. Nicht in den Spinnenraum. Vor allem einmal. Ja. Diese Spinnen werden uns keine Probleme mehr bereiten. Es sind Feinde in eurem Dungeon. Wenn wir mit den Spinnen fertig, tauchen die hier auf. Kein Mana, um ihn Meteoriten auf den Schädel zu brummen. Leider kann ich nicht schwatschen. Schade. So oft wie die hier auftauchen, komme ich ja gar nicht mehr voran. Wandelnden Toten zogen los, um alles Lebende zu vernichten. Alles Gute Lebende, versteht sich. Überlich. Neugeborene Babys würden schneller arbeiten und weniger heulen als ihr faulen Hunde. Na, dann war's doch besser, Grimli. Statt hier Raum zum Motzgang. Raum zum Motzen die ganze Zeit. So, jetzt gehen die alle mal futtern, gehen alle mal pennen. Die brauchen sich hier mal etwas auf. Ich brauche immer noch dringend Mana. Mana, Mana, Mana. So viel Gold. So viel Gold. Hier liegt auch noch Gold im Mana-Raum. Aber Mana...
das jetzt schon hier anscheinend. Anscheinend schon da reingebuttert. Dieses Gold ausbutteln. Wenn wir noch was ausbuddeln. Da machen wir mal Durchgang. Was ist jetzt schon wieder los? Ein neuer Bereich wurde aufgedeckt. Mit Drachenechsen. Wir hätten uns auf alles, sei es Helden, sei es Monster oder die Unfähigkeit der eigenen Leute. Nee, ihr kommt jetzt hier mal alle mit und kümmert euch darum. Los! Bewegung! Ich brauche hier keine Drachenechse in meinem Hinterhof. Ah, geht doch, geht doch. Jetzt können meine Mann hier beruhigt weiterarbeiten. Ganze Gold hier freilegen. Hier nehmen wir jetzt mal alle Mampfen. So, du kommst mit. So, du und der da, der sowieso. Ihr beiden. Zahltag. So. Ist ja noch irgendjemand? Du? Wo ist die Chefin? Hier ganz drüben versteckt sie sich. Zu sterben. Oh. Feinde sind in den Dungeon eingedrungen. Okay. Dann muss das noch ein bisschen warten. Oh, und schon ist wieder seiner tot. Werft mich über den Feind ab. Das ist der Plan, Talia. Das ist der Plan. Naja, nicht, vielleicht nicht direkt über dem Feind. Aber nahe bei ihm. So, wir nehmen diesmal diesen Ausgang wieder. Befehligt mich. Werde ich tun. Oh, ein Häschen. Gibt es hier keine mehr. Ausgehoppelt. Es leitet erstmal die Zauberer hier. Ach, da drüben verstecken sich auch noch ein paar. Nicht mehr lange. Die Kreaturen haben eine neue Bösartigkeitsinsel für euch erobert. Jawohl. So, kurzes Erholpäuschen. Dann gibt es ja schließlich noch einen Friedhof einzunehmen.
hier diese Bösartigkeit ausgeben. So, alle erholt? Na dann, auf geht's zum nächsten Ziel. Da wartet ein weiterer Friedhof. Dieser Friedhof wird bald euer Friedhof sein. Na, warte. So, Talia. Mach mal. Warte. Ich sagte, mach mal. Untote, erhebet euch! Noch mehr Untote? Ja, wandelt meine hirnlosen Horden und vernichtet die Lebenden. Musst du immer so böse sein? Ja. Ist das jetzt eine Fangfrage? Natürlich. Wer, wenn nicht ich? In der Tat marschierten nun weitere Untote im Namen des glamourösen Bösen gegen die Verteidigungsanlagen der Menschen. Diese würden keine Chance haben. Doch urplötzlich, und das hatte nichts mit vorangegangenen Beleidigungen seitens der Protagonistin zu tun, tauchten noch einmal bösartige Bären auf, um sich auf Talia zu stürzen. Hey, jetzt reicht es, okay? Du kannst deinen Job behalten. Es tut mir leid. Wie durch ein Wunder traf ein Blitz die Bären und ließ sie augenblicklich verenden. Erstaunlich. Aber natürlich machte das alles im Rahmen dieser Geschichte absolut Sinn. Natürlich. Beißer, ich meine Zombies, ich meine Tote, Zeug eben, erhebt sich. Kommt, meine Schergen. Aua! Vernichtet diese Wachtürme, schnell! Zombies, zu mir! Alles, zu mir! Oh, da ist der Gremlin persönlich! Ach, da sind ja noch mehr Türme! Und die Zombies erhoben sich aus ihren Gräbern. Zahltag. Schon, vernichtet diesen Turm. Feinde sind in den Dungeon eingedrungen. So, zurück. Zurück. Und in den Dungeon. Und wir brauchen Leute. Leute. Bevölkerungslimit erreicht? Bevölkerungslimit erreicht? Zeit, sie Welle für Welle zu verheizen. Das Dungeon-Herz wird angegriffen. Siegige Helden griffen das Dungeon-Herz erneut an. Doch die frischen Verteidiger machten sich sofort ans Werk, die Eindringlinge zu vernichten. Die mich ans Werk machen, mehr Mana zu erschließen. Verteidig das Dungeon-Herz. Mehr Mana zu erschließen, sagte ich.
Oh, da konnten wir denen noch ein bisschen Heilung an den Schädel schmeißen. Aber ich brauche da wirklich Mana. Wo gibt es hier noch irgendwo Mana? Hier gibt es noch Gold. Hier gibt es noch Mana. Den kann ich jetzt nicht wegbauen, weil da ist meine Falle davor. Hier gibt es noch Gold. Da gibt es noch Gold. Noch mehr Gold. Gold brauchen wir uns, glaube ich, keine Sorgen zu machen, würde ich mal behaupten, oder? So, Talia auf Stufe 5. Dämonen auf Stufe 6 und Horde auf Stufe 8. Fallen. So, und ich wollte ja hier eine Wachstube. Ich habe schon fast alles eingenommen, aber hier die Verteidigungsanlagen. Puh, das sind schon heftig. Zum Glück jetzt ist noch ein Turm übrig. Das hier hinten sind noch Türme. Die Frage ist, ob die bewaffnet sind oder ob das einfach nur Türme sind. Raids! Abgeschlossen! Hier, haltet mal das Böse etwas auf. Oh, da will der Helden rumliegen. Hier wartet immer noch Grimli Hammerhand auf G. Hello, BC561, do you speak a little French? No, not really. I learned French in school, but that was years ago, and no, sorry. Also, this is a German channel, primarily, so it's all German here. Sorry. But hello and welcome, nonetheless. Aber sicher. Langsam, aber sicher. Das ist ganze Mana schon wieder. Es sind Feinde in eurem Dungeon. Wieder mal. So, Fall. Nö. Ja. Einmal hintereinander das falsche Menü. Natürlich. Natürlich! Was denn auch sonst? So, hier, Trommel. Ich könnte doch. Das Böse ist. Es ist Zahltag. Und tschüss. Alter, reden jetzt alle gleichzeitig hier. Ich Google Translate. Okay. Das war's für dich. That is okay. Mal wieder eine Horde los. Sollen die Guten etwas beschäftigt halten.
Langsam nach und nach fertig machen. Noch nicht, ich hab zu wenig. Ich muss euch jetzt verlassen, weil ich daheim noch etwas vorbereiten muss. Aber ah ja. Ihr haltet hier die Stellung, alles klar? Gut, dann kümmert euch drum. Mit diesen heldenhaften Worten nahm Grimli, der große Zwergenkönig, die Beine in die Hand und setzte sich ab. Manch einer hätte das für feige halten können. Ja, verdammter Feigling. Aber wir kriegen ihn schon noch und dann... Werden wir eine Intervention veranstalten? Reißen wir ihm den Arsch auf! Meine Güte, was für eine Ausdrucksweise! Unerhört! Nichtsdestotrotz war dies ein Verlangen, dem ich nur beipflichten kann. Los! Für das geltungssüchtige Böse. Meine Dämonen einhalten. Sollten die da nicht von selbst? Kein Lagerplatz. I don't really get. Ah. Beißer, ich meine Zombies, ich meine Tote. Und Tote, erhebet euch. In Sichtweite sein. Ja. You also play games. What games do you play? Games like these or different kinds of games? Abermals erhoben sich die Zombies, um, nach Hirn lechzend, gegen die Verteidigung der Menschen anzuwanken. Feuer liegen hier. Wankt, meine Zombies, wankt! Wie das aussieht mit dem riesen Pfeil, wenn der da drin steckt. Feinde sind in den Dungeon eingedrungen. Oh. Meine Horden! Macht sie nieder! Waren die Verteidiger erfolgreich. Ich möchte mich dann langsam wirklich mal einen Sturmangriff machen. Ach, mehr Kreaturen! Noch bessere Tage! Noch mächtiger! Wie mache ich das?
Mach hier weg. Dann mach mal hier. Es ist Zahltag. Und hier? So. Was war das jetzt? Und hier dicht. Dann können wir hier das Versteck ausbauen. Ich glaube, wir haben noch Platz für einen. Noch eine Nager. Hey! Ich will nicht hier bauen. Nein. So. Das Böse wird siegen. Sind die guten Leute. Wo sind die überhaupt meine Leute? Das ist die neue Lopez. Diese Namenswahl. Hier treibt sich doch irgendjemand rum. Nodagok, du kommst mit. Hey, da. Du kommst noch mit. Das ist schon eine ansehnliche Horde. Ich wollte eigentlich so. Jetzt aber, raus mit euch! Raus an die Oberfläche! Marschiert, gehen Aschenquellen! Hier zurück. Es sind Feinde in eurem Dungeon. Ja, ich weiß, ich weiß. Wir sind hier. Ich gerade zum Angriff übergehen, Teil von Siemenschan. Meine neue Lager ist schon wieder tot. Den habe ich gegeben. Ja, gib's ihnen. Tod allem Guten. Nächster Versuch. Raus mit euch an die Oberfläche. Auf ein neues. Moment, habe ich jetzt. Wer macht da so einen verdammten Lärm? Stehen da Sternsinger vor dem Dungeon? Immerhin habe ich jetzt gewisse Leute zur Verteidigung dort. Und bewegt euch vorwärts. Wie sagt nun? No. Not this mission. Steht die Palisade immer noch nicht? Verdammter Lahmärsche, kümmert euch endlich darum! Ja, kümmert euch erstmal hier um diesen Turm.
So, zaubert mächtig los. Zombies, erhebt euch! Ich hätte das vielleicht etwas früher machen sollen. Vernichtet diese Kaserne, bevor noch wir auftauchen. Das Verteidigungslager der guten Menschen ging in Flammen auf. Panisch stoben die jämmerlichen Überlebenden auseinander und verstreuten sich in alle Himmelsrichtungen. Tja, diese Mem. Seht nur, wie sie rennen. Sieht das nicht lustig aus? Es hatte etwas Komisches in der Tat. Sogar die Zombies kommentierten das mit einem gelachten Stöhnen und zogen dann weiter, um etwas schmackhaftes Hirn sicherzustellen, bevor es andere taten. Nur noch diese zwei Geschütztürme. Zahltag. Hab schon, einer ist fast down, so. Yeah, I don't have it yet. Der Meteorit. Und steht nur noch dieses Tor zwischen uns und unserem Ziel. Maybe next mission. I don't know. First time playing this game. Ein robustes Tor. Nun ist es Zeit, Grimli zu finden und seiner gerechten Strafe zukommen zu lassen. Welche gerechte Strafe? Ach, gerecht oder nicht, ist mir egal. Hauptsache, der Zwerg wird leiden. Jetzt, MP. Die Länder befanden sich vollständig im Klammergriff des verrückten Bösen. Ab und an erhob sich hier und da noch ein verwirrter Zombie, obwohl die Lebenden bereits vertrieben waren. Aber das machte nichts, denn die Horden des absoluten Bösen setzten sich in Bewegung Richtung Stahlschmiede, dem Hauptsitz von König Grimli. Wir haben etwas länger gebraucht als der Schnitt, etwas weniger Gold gesammelt und deutlich weniger Mana. Anderthalb Stunden. Nächste Mission.